Ah, guten Morgen, Mr. Van Wyk. Guten Morgen. Entschuldigen Sie, ich sehe mich nur etwas um. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Keineswegs. Wissen Sie, was das hier ist? Was? Das schwarze Zeug, das auf dem Boden verteilt ist. Nein. Das ist Torf. Wie bitte? Torf. Ich verstehe davon nichts. Torf hält die Feuchtigkeit in der Erde. Haben Sie irgendetwas gefunden, Inspektor? Nein, ich wollte nur etwas aus dem Polizeibericht überprüfen. Entschuldigen Sie. Mein Hund hat Sie doch hoffentlich nicht gestört, oder? Ihr Hund? Nein, nein. Wenn er erst mal anfängt zu bellen, hört er so schnell nicht wieder auf, wissen Sie? Sie sagten gerade etwas von dem Polizeibericht? Ja, hier steht, der Täter gelangte in die Wohnung, indem er eine Scheibe aus dem Fenster herausschnitt. Mhm. Aus diesem Fenster. Und es steht hier weiter, er muss das Gebäude durch das gleiche Fenster wieder verlassen haben. Typisch Behördensprache. Ein Einbrecher geht nicht rein und raus, er betritt und verlässt ein Gebäude. Aber das trifft doch den Kern. Ja, Sir. Aber nachdem er Ihre Schwiegermutter erschossen hatte, muss er doch in großer Eile gewesen sein. Und da wäre er aus dem Fenster gesprungen. Aber wenn er gesprungen wäre, hätte er bestimmt tiefe Fußabdrücke hinterlassen. Und? Hat er? Nein, Sir. Es sind zwar jede Menge Fußabdrücke da. Man kann sehen, wo er gegangen ist. Erst da lang und dann hier wieder zurück. Aber sie haben alle die gleiche Tiefe. Ich meine, die unter dem Fenster sind nicht tiefer als die weiter weg. Nichts deutet darauf hin, dass er gesprungen ist. Dann hat er sich herausgeschlichen, um Geräusche zu vermeiden. Ja. Ja, das klingt plausibel. Gut, ich sehe mich weiter um, wenn Sie nichts dagegen haben. Fühlen Sie sich wie zu Hause? Warten Sie bitte noch einen Moment, Mr. Van Wyk. Es ist unmöglich. Was ist unmöglich? Der Torf und die Erde kleben an der Schuhsohle. Wenn der Täter durch das Fenster gestiegen ist, hat er das Zeug auch an den Schuhen gehabt. Das bedeutet, auf dem Boden müsste Dreck gewesen sein. Aber im Polizeibericht steht kein Wort davon. Ich verstehe nicht, warum die Kollegen so etwas Wichtiges übersehen konnten. Macht es Ihnen was aus, wenn ich mich drinnen noch mal kurz umsehe? Nein, nein. Kommen Sie. Lassen Sie ihn ruhig herumlaufen. Hier brauchen Sie nicht einzusperren. Aber ich möchte nicht, dass er was anstellt oder wegläuft. Das ganze Grundstück ist eingezäunt. Da kann nichts passieren. Oh, danke, Sir. Das ist sehr nett von Ihnen. Der Junge wird sich mächtig freuen. Okay, komm raus. Du darfst hier rumlaufen. Na komm. Komm raus. So. Na, was ist? Fabelhaft. Warum machst du das so nicht zu Hause? Zu Hause jagt er den Katzen der ganzen Nachbarschaft hinterher. Keine Sorge, in dieser Gegend gibt es keine Katzen. Bitte putzen Sie Ihre Schuhe ab. Meine Frau ist etwas empfindlich wegen der Teppiche. Ah. Hier ist es. War die Putzfrau schon hier? Nein, noch nicht. Heute ist also noch nicht sauber gemacht worden? Nein. Das soll einer verstehen. Nicht zu sehen. Wie kann ein Mann über Erde, die mit Torf bedeckt ist, laufen, durch das Fenster klettern und keine Spuren hinterlassen? Vielleicht hat er seine Schuhe ausgezogen? Dumm, ne? Ich danke Ihnen. Keine Ursache, Inspektor. Das ist mir fast peinlich. Aber ich bitte Sie. Ach, noch etwas. Die Galerie, in der Sie gestern Abend waren. Grand Gallery? Ja, Grand Gallery. Ich habe mit dem Wächter gesprochen. Er hat mir bestätigt, dass er Sie dort erreicht hat, kurz nachdem er die Leiche gefunden hatte. Aber er wusste nicht mehr genau, wie spät es war. Es war 9:42 Uhr auf die Sekunde. Sie haben auf die Uhr gesehen?
Macht der Gewohnheit. Bin ein sehr korrekter Mensch. Vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen. Gern geschehen, Inspektor. Na, was bist du denn für ein hübscher Kerl? Ein ganz braver Hund bist du. Wem gehörst du denn? Hast du denn kein Herrchen? Ah, guten Morgen, Inspektor. Ist es Van Wyck? Ist das Ihr Hund? Ja, Ma'am. Ich bitte um Entschuldigung. Er muss immer gleich an allen Leuten hochspringen. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Er ist hinreißend. Bitte sagen Sie so etwas nicht in seiner Gegenwart. Er ist eingebildet genug. Na komm, mein Junge. Wir spielen. Lauf! Such dir eine Katze. Ich hoffe, er hat Ihnen nicht wehgetan. Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich bin nicht so zerbrechlich. Oh. Alle glauben, Sie müssten mich mit Samthandschuhen anfassen. Ja, Sie haben recht. Das war wirklich dumm. Verzeihen Sie. Ist schon gut. Gesundheit. Wann werde ich diesen ekelhaften Schnupfen endlich los? Versuchen Sie es doch mal mit heißer Zitrone und Honig. Glauben Sie, dass das hilft? Ich weiß nicht. Soll ein altes Hausmittel sein. Würde sich Ihre Frau über ein paar Blumen freuen? Das ist sehr nett von Ihnen, Ma'am. Meine Frau liebt Blumen. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Gestern Abend sagten Sie, Sie hätten den Schuss nicht gehört. Aber haben Sie vielleicht was anderes Ungewöhnliches bemerkt? Nein, tut mir leid. Was haben Sie, sagen wir, nach 8 Uhr gemacht? Gar nichts. Ich bin in mein Bett gegangen. Mein Mann hat mich nach oben begleitet, hat mir einen Gute-Nacht-Kuss gegeben und ist weggegangen. Er musste zu dieser Kunstausstellung in der Grand Gallery, das wissen Sie ja. Ich habe ein Schlafmittel eingenommen, ein ganz leichtes. Dann habe ich noch gelesen. Und dann bin ich wohl eingeschlafen. Und das ist das Letzte, woran Sie sich erinnern können? Ja. Oh. Ja, ich bin dann doch noch mal aufgewacht. Ich dachte, ich hätte ein Geräusch gehört, aber das habe ich wohl nur geträumt. Wie kommen Sie darauf, dass Sie das nur geträumt haben? Ich habe im Zimmer meiner Mutter angerufen. Als sie nicht abgenommen hat, rief ich im Arbeitszimmer an und Harold ist ans Telefon gegangen. Er wollte gerade gehen und sagte, dass meine Mutter in der Bibliothek sei, dass sie Chopin hört. Sie hat sehr häufig Chopin gehört. Jedenfalls da offenbar keiner von Ihnen etwas gehört hat, bin ich wieder eingeschlafen. Um wie viel Uhr war das etwa? Ich habe auf die Uhr gesehen, als ich wach wurde. Es war etwa 9. Wissen Sie vielleicht noch, was Sie geträumt haben? Nicht genau. Aber es war ein unangenehmer Traum. Ich war richtig erleichtert, als ich aufwachte und alle Dinge an ihrem gewohnten Platz sah. Ich meine, mein Morgenmantel lag auf dem Bett, der Clown auf dem Stuhl. Alles stand dort, wo es immer steht. Wären Sie einverstanden, wenn wir nach oben gingen und unser Schlafzimmer mal ansehen würden? Oh ja, natürlich. Natürlich. Ich habe nur eine einzige Frage.